Sie da! Hm? Lassen Sie mich hier raus! Ich möchte mit Ihrem Führer sprechen! Hören Sie mich! Lassen Sie mich bitte hier raus. Ich habe nichts mit diesem Krieg zu tun. Ich bin eine Schweizer Bürgerin. Der Chef wird entscheiden, was wir mit Ihnen tun. Und im Moment ist er viel zu beschäftigt, sich um Sie zu kümmern. Öffnen Sie diesen Käfig! Öffnen Sie ihn! Es ist in Ihrem eigenen Interesse, Ihren großen Mund zu halten, weil es keine großen Umstände machen würde, ihn für immer zu verschließen.
entscheiden Sie sich endlich dafür, mich doch freizulassen? Bremsen Sie sich mit Ihrem Jubel. Also warst du es, die... Hallo, Makia. Ich bin froh, dich gesund wiederzusehen. Kenne ich Sie? Konrad. Konrad Siri. Ganz ehrlich, Makia. Konrad Siri? Nein. Ehrlich gesagt, nein. Sie sind doch derjenige, der diese Revolution anführt. So könntest du es sehen, Makia. Nun, dann vermute ich, dass dies Ihre Stunde des Triumphs ist. Zweifellos, Makia. Es ist nur noch eine Frage von Tagen. Aber es gibt noch Nester von Rodon-Loyalen, die über das ganze Land verstreut sind. Ich habe ein paar kleine Probleme mit meinen Erinnerungen. Leider bin ich darauf angewiesen, zu glauben, was die Leute über mich erzählen. Ich verstehe. Aber wir sind alte Bekannte, Magier. Aus Genf. Versuch dich zu erinnern. Ich erinnere mich nur an die Gärten der Universität. An nichts anderes. In Genf planten wir gemeinsam diese ganze Revolution. Wir nannten unsere Bewegung Neues Maurania. Erinnerst du dich nicht? Erinnerst du dich nicht an die endlosen Diskussionen über die demokratische Zukunft dieses Landes? Sie sagen, ich wäre die Tochter dieses Königs. Das ist total verrückt. Du bist die Tochter von Rodon, Malkia. Rodon ist kein guter König, nicht wahr? Rodon ist ein Ungeheuer, Malkia. Hast du das vergessen? Und Rodon, ist das nun das Ende für ihn? Ja, aber ich brauche dich. Ich muss dich um etwas bitten. Mein Vater? Ist der da drüben, in diesem Boot? Dieses Boot ist das schwarze Gewölbe, die Festung von Rodon. Dort hast du deine Kindheit verbracht, bevor sie dich nach Genf brachten. Was wollen Sie mich fragen, Siri? Ich habe nichts mit dieser Revolution zu tun. Ich will nach Genf zurückkehren, ich will nach Hause. Du bist bereits zurückgekehrt, Malkia. Hier ist deine Heimat, genau hier. Siri, worauf wollen Sie hinaus? Die Revolution ist genau nach Plan verlaufen. Bis zu diesem Moment. Es liegt im Interesse von allen, dass wir es schnell und ohne unnötiges Blutvergießen beenden. Geh zu Rodon und sag ihm, dass das vorbei ist. Sag ihm, er soll aufgeben. Sie wollen, dass ich Ihnen den König ausliefere? Du meine Güte, ich kenne ihn nicht einmal. Mein Name ist Anne Smith. Ich möchte Zeit sparen und Leben retten. Ich verspreche ihm nichts, Magier. Ich will nur, dass er offiziell auf seine Macht verzichtet, sodass dieser Krieg so bald wie möglich zu Ende ist. Nur seine eigene Tochter könnte ihn überzeugen. Was muss ich tun, Siri? Zuerst musst du auf dieses Boot und diesen Trommeln Einhalt gebieten. Sie haben ein Problem mit den Trommeln, Oberst Siri? Ja, meine Soldaten sind eine abergläubische Bande. Sie glauben, dass Rodon von übernatürlichen Mächten besessen ist. Solange die Begräbnistrommeln weitermachen, werden sie sich weigern, dieses verdammte Boot anzugreifen. Und sie wollen, dass ich die Trommeln zum Schweigen bringe. Ist es das? Ja, so bald wie möglich. Dann werden meine Männer das schwarze Gewölbe umzingeln. Ich soll also ins schwarze Gewölbe die Trommeln stoppen und dann Rodon überzeugen, sich zu ergeben? Ja, genau das, Malkia. Ich werde tun, was Sie verlangen, Siri. Auf Wiedersehen. Nimm dieses Funkgerät mit, Makia. So können wir, du und ich, in Verbindung bleiben.
Ich muss vorsichtig sein. Diese Dornen sind scharf. Also, warum greifen Sie das schwarze Gewölbe nicht sofort an? Erledigen Sie diese Sache doch. Weil es das schwarze Gewölbe ist. Niemand will dort an Bord gehen. Rodon ist noch sehr stark. Es ist zu gefährlich. Rodon ist allein auf seinem Boot. Er hat seine ganzen Truppen fortgeschickt. Also, worauf warten Sie? Warum greifen Sie nicht an? Ich will nicht in das schwarze Gewölbe, Miss. Niemals! Sie sehen zu Tode erschrocken aus. Es sind die Trommeln. Jeder hat Angst vor Rodons Trommeln. Sie sind verflucht. Es sieht aus, als ob die Revolutionäre den Krieg gewonnen hätten. Ja, vielleicht. Ich will nach Hause. Dieser Krieg stinkt. Okay, vergessen wir's. Ich werde nicht in die Nähe des Bootes gehen, solange es von den beschworenen Geistern des toten Rodon beschützt wird. Nach dem Kampf werden wir den Kopf des Tyrannen auf einen Spieß stecken. Dieses Mal haben wir den Krieg gewonnen. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis Rodon endlich gestürzt ist. Ich werde nicht in die Nähe des Bootes gehen, solange es von den beschworenen Geistern des toten Rodon beschützt wird. Hören Sie die Trommeln? Wir werden alle einen schrecklichen Tod sterben. Dieses Mal haben wir den Krieg gewonnen. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis Rodon endlich gestürzt ist. Entschuldigung. Warum ist dieser Mann noch immer ein Gefangener? Wamganga ist der Chef der Bulus. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht. Warum greifen Sie das schwarze Gewölbe nicht sofort an? Erledigen Sie diese Sache doch. Weil es das schwarze Gewölbe ist. Niemand will dort an Bord gehen. Rodon ist noch sehr stark. Das ist zu gefährlich. Rodon ist allein auf seinem Boot. Er hat seine ganzen Truppen fortgeschickt. Also, worauf warten Sie? Warum greifen Sie nicht an? Ich will nicht in das schwarze Gewölbe, Miss. Niemals! Sie sehen zu Tode erschrocken aus. Es sind die Trommeln. Jeder hat Angst vor Rodons Trommeln. Sie sind verflucht. Es sieht aus, als ob die Revolutionäre den Krieg gewonnen hätten. Ja, vielleicht. Ich will nach Hause. Dieser Krieg stinkt. Ich muss mit dem Gefangenen sprechen. Lassen Sie mich durch! Zieh Leine. Wenn Sie sich weigern, mich passieren zu lassen, muss ich Oberst Siri informieren. Okay, okay, okay. Also, bis bald. Hallo! Malkia! Sie sind nicht tot. Kenne ich Sie? Sie sind die Tochter des Königs.
Die Frau, die den Leoparden bei sich hat. Wir sind beide gefangen. Wer sind Sie? Wamganga. Ich bin der Arzt von Rodon, dem König. Warum hält man uns hier gefangen? Es ist Krieg. Diese Soldaten können uns töten oder uns befreien. Was sind das für Trommeln? Es sind die Begräbnistomtoms des Schwarzen Gewölbes. Was ist hier los? Die Rebellen kamen vor ein paar Stunden hier an. Sie bereiten sich vor, das Schwarze Gewölbe anzugreifen. All diese Ruinen. Wo sind wir, Wamganga? Die Bulus lebten hier. Doch die Rebellen haben unser Dorf niedergerissen, um ihr Lager aufzubauen. Wer sind die Bulus? Ich bin ein Bulu. Wir waren die loyalsten und fanatischsten von Rodans Leuten. Seine persönlichen Wächter. Viele Jahre lang waren die Bulus die Eisenfaust des irrsinnigen Regiments des Königs. Immer bereit, unser Blut für ihn zu vergießen. Ich muss bekennen, dass wir das Blut sehr vieler Unschuldiger in seinem Auftrag vergossen. Aber trotzdem jagte uns Rodan zuletzt davon, als wären wir räudige Hunde. Warum entband der König sie von ihrem Amt, Wamganga? Er dachte, sie lägen tot am Grunde der Mine von Samarat. Er beschuldigte uns, dass wir sie nicht richtig beschützt hätten. Wo ist Rodan denn jetzt? Ich weiß nicht. Er hat sich in seinem Quartier verbarrikadiert. Er will niemanden sehen. Also haben die Rebellen den Krieg gewonnen? So sieht es aus. Sie kontrollieren jetzt das ganze Land. Wamganga, wissen Sie, wie ich an Bord des Schwarzen Gewölbes kommen kann? Suchen Sie, Malkia. Es muss irgendwo einen Schwachpunkt in dieser rostigen alten Festung geben. Siri, der Führer der Rebellen, hat mich gebeten, den König zu überzeugen, aufzugeben. Konrad Siri kennt seinen Feind nicht. Auf Wiedersehen. Malkia. Ist kein Vorbeikommen an dieser Schlange.
Ich wollte fragen... Wamganga, es gibt eine monströse Schlange, die den Weg ins Innere des schwarzen Gewölbes blockiert. Helfen Sie mir, hier herauszukommen, Malkia. Ich werde mich um die Schlange kümmern. Wie kann ich Ihnen helfen, Wamganga? Ich werde einen Schilfrohrstängel und den Dorn eines Riesenbrombeerstrauchs brauchen. Auf Wiedersehen. Dieses Messer ist scharf, aber es scheint zerbrechlich zu sein. Kümmerliches Aufflackern. Thank you.
Es sind zu viele Affen. Ich komme nicht weiter.
Ah, Sie sind hier, Malkia. Ich brauche Ihre Hilfe. Wamganga, es sind diese widerlichen kleinen Affen, die überall herumkrabbeln. Es ist, als hätten sie das Boot überfallen. In Maurania ist ein Kakerlakenaffe, der an einem Ast in der Nähe eines Hauses hängt, ein sicheres Zeichen, dass der Tod in das Haus einkehren wird. Kakerlakenaffen werden durch den Gestank des Todes angezogen. Sie sind zu Hunderten auf dieses Boot gekommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass es dort so viele Affen gibt? Es muss der Tod eines ganzen Zeitalters sein, Malkia. Wamganga, wie in aller Welt sind Sie hierher gekommen? Ich bin Wamganga, der Zauberer. Wie kann ich Ihnen helfen, Wamganga? In der Schatzkammer gibt es eine kleine Statuette, die ich gerne wiederhaben möchte. Warum gehen Sie nicht selbst und holen die Statuette? Dieses Zimmer ist für Bulus verboten. Ich kann dort nicht hineingehen. Okay, ich werde sehen, ob ich dieses Ding für Sie holen kann. Ich werde Ihnen ewig dankbar sein, Malkia. Sie ist eine Bulus-Darstellung. Wer auch immer die Statue besitzt, hat große Macht über meine Leute. Die Zeiten werden schwer. Und ich würde nicht wollen, dass sie in die falschen Hände fällt. Wo ist die Schatzkammer? Hinter den Archiven, dort drüben. Auf Wiedersehen. Malkia. Berühren Sie das bitte nicht. Hallo, mein Name ist Malkia. Kann ich mit Ihnen sprechen? Malkia Rhodon Crown. Die einzige Tochter seiner Majestät Rhodons des Vierten, geboren am 25. November 1927, mauranischer Staatsbürger. Und Karen Crown, französische Staatsbürgerin, zurzeit wohnhaft in Genf, Saint-Quay-de-l'Horloge, geboren in... Ja, zweifellos, ja. Vollkommen richtig. Es ist mir eine große Genugtuung, Sie leben zu wissen, Miss Rhodon Crown. Mein Name ist Rudolf Gretzelburg. Ich bin für die Verwaltung des Besitztums seiner Majestät König Rhodon zuständig... Und demzufolge, für das ganze Maurania. Sie sind eine Art Bankier? Ich bin seit ungefähr 20 Jahren Beauftragter für die Zürcher Bank von Afrika, De Visu. Und deshalb persönlich hier, um das Vermögen und die Beteiligung Ihres Vaters als Verwalter zu betreuen. Was ist in diesen Karteikästen? Alles ist inventarisiert. Die Steuererklärungen des ganzen Landes, die Bankkonten, Handelsgeschäfte und Verträge, Offshore-Konten und Überseegeschäfte, um nur einige Beispiele zu nennen. Kurz gesagt, alle Reichtümer von Maurania und durch Extrapolation das Vermögen seiner Majestät. Könnte ich einen Blick auf den Papierkram werfen, Mr. Gretzelburg? Nein, absolut nicht. Diese Dokumente sind streng vertraulich. Eine Art vertrauliches Bekenntnis, das seine Majestät der Zürcher Bank Afrikas geleistet hat. Verstehen Sie? Mr. Gretzelburg, wussten Sie, dass ein Zauberer vor der Tür zu Ihrem Büro meditierte? Ich verabscheue diese Wilden, diese Bulus vor allem. Das sind Leute, denen man einfach nicht über den Weg trauen kann. Sehr gefährlich. Trotzdem muss ich Ihr Talent anerkennen, den Horden von Schuldnern in diesem Königreich eins auf die Finger zu geben. Was haben Sie ihnen denn getan, dass Sie sie so sehr hassen? Es sind brutale Kriminelle, die nur gut dazu waren, die widerlichsten Aufgaben seiner Erhabenheit zu erfüllen. Mörder, die nur den Befehlen ihres Meisters folgen. Unvorstellbare Gewalttaten gegen die terrorgeplagte Bevölkerung. Ich hörte, dass sie alle fortgeschickt worden sind. Und nicht früh genug, glauben Sie mir. Es sieht so aus, als wäre das Boot von den kleinen grünen Affen angegriffen worden, Mr. Gretzelburg. Ah, Sie haben das also auch bemerkt.
Sie sind überall. Verschlingen fast alles. Sogar meine Dokumente. Sie sind schlimmer als Ratten. Ratten haben wenigstens die Gnade, ein sinkendes Schiff zu verlassen. Nicht so diese Affen, Miss. Kennen Sie den König gut? Ich kenne seine Konten, Miss. Was zugleich bedeutet, ich kenne seine Seele. Tja. Wo ist er? Wo versteckt sich Rodan? Irgendwo, wo weder seinen Augen noch seinen Ohren etwas entkommt, Miss. Lauernd untergetaucht. Lauschend auf das Ächzen des Schiffsrumpfes, wie er sich immer tiefer und tiefer in den Sumpf bohrt. Sie sind nicht von hier, Mr. Grätzelburg? Ach, das ist lange her. Sie müssen mich in Zürich alle vergessen haben. Was für eine erbärmliche Verschwendung, meine Karriere hier in diesem Ödland voller wilder und grausamen Bestien zu beenden. Man stelle sich nur vor, dass ich in diesem Moment für den König Norwegens arbeiten könnte. Sie scheinen nicht sehr glücklich über ihr Los zu sein, Mr. Grätzelburg. Oh, natürlich nicht. Das Klima ist meiner Gesundheit unzuträglich. Die faulige Luft ist mit 1000 verschiedenen Ansteckungsgefahren gefüllt, die man vom Frühstück bis zum Abendbrot ein- und ausatmet, Miss Rhode und Crown. Ich habe gehört, dass es eine Schatzkammer auf diesem Boot gibt. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, ich habe nicht die geringste Ahnung, worüber Sie sprechen, Miss. Ganz ehrlich. Und angenommen, ich hätte eine Ahnung, wäre dies natürlich den Regeln der Vertraulichkeit unterworfen. Auf Wiedersehen. Bist du gekommen, Magia? Da war ein Haken an der Sache. Ein wenig Geduld, Siri. Was? Willst du mich hinhalten, Magia? Ich brauche Ihre Hilfe, Siri. Sie müssen sich als Personalchef der Züricher Bank von Afrika ausgeben. Sie müssen Rodons Bankier mitteilen, dass sein Transfer nach Norwegen akzeptiert wurde. Okay. Verstanden, Magia, aber ich warne dich. Tun Sie einfach, was ich sage, Siri. Seine Nummer ist 0041 0248 3016. Rudolf Kretzel. Nicht früh genug, glauben Sie mir. Das ist also der Schatz von Maurania. Ein Haufen Voodoo-Puppen, um die Bevölkerung zu verhexen. Das ist schauderhaft. Das muss die Puppe des Bulu-Stammes sein.
Gut gemacht. Sie haben mich. Diese Maske lässt mich schaudern. Ich habe bereits alles gesagt. Diese Tür führt zu den königlichen Räumen. Es ist verschlossen. Niemand wird mich hören, wenn ich mit diesem Schläger klopfe. Schlafzimmer aus meiner Kinderzeit. Es hat sich nichts verändert, seit ich es das letzte Mal sah. Hey, da ist eine Puppe aus meiner Kindheit. Thank you.
Gut. Das Wasser hat sie verjagt. Nicht so. Entschuldigung. Mein Leopard, er hat ziemliche Schmerzen. Können Sie irgendetwas für ihn tun? Helfen Sie mir und ich werde Ihnen helfen. Wamganga, Sie müssen etwas für meinen Leoparden tun. Ich könnte ihm ein bisschen Kraft geben. Sie müssen tun, was ich sage, Malkia. Wie kann ich Ihnen helfen, Wamganga? In der Schatzkammer gibt es eine kleine Statuette, die ich gerne wiederhaben möchte. Auf Wiedersehen. Malkia. Ich habe nichts hinzuzufügen. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ich habe bereits alles gesagt. Das wird nichts bringen. Ich gebe das nicht her. Es gibt keinen Grund, das zu tun. Nein, ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Es gibt keinen Grund, das zu tun.
Ich habe keine Fragen mehr. In diesem Kreis folge dem Himmel am Zenit. In diesem Kreis folge dem Abgrund in die Tiefe. In diesem Kreis folge der Erde zur Mitte, ganz um den Leoparden. Die Geister, die auf Rodan böse sind, werden uns helfen. Bringen Sie die Bildnisse dieser Geister. Ein Geistheiler, ein Naturgeist und ein Gottesbote. Nein, ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Jetzt brauchen wir Ihr Bildnis, sodass Sie dem Leoparden etwas von sich selbst geben können. Platzieren Sie es in Richtung Himmel. Wir nähern uns dem Ende und die Götter bitten uns um ein wenig Geld. Es geht zu Ende. Jetzt werden wir auch Morphium brauchen und Antiseptikum und Verbände. In der Militärapotheke.
Auf Wiedersehen. Malkia. Diese Affen sind von den Fernsehbildern fasziniert. Es sind zu viele Affen, ich komme nicht weiter. Perfekt. Jetzt brauche ich ein wenig Ruhe, um mich um die Leoparden zu kümmern. Stören Sie mich nicht.
Hey, sieh sich einer diesen Smaragd an. Das ist ein guter Tausch. Nicht sehr appetitlich. Thank you.
Volk hier! Hey, sie sind nicht tot, wenn das keine guten Nachrichten sind. Kenn ich sie? Willi Vandenaert, die rechte Hand des Königs. Seit mehr als 30 Jahren loyal und dienstbar in diesem Königreich aus Schmuck und Kitsch, Miss Malkia. Ich kannte sie bereits, als sie noch ein kniehoher Grashüpfer waren, der immer auf meine Knie hüpfte. Was geschah in Samarat? Die vielen unschuldigen Leute, die starben, und der ganze Ort in Flammen. Wir dachten, dass sie tot wären. Dass die Leute von Samarat dafür verantwortlich wären. Was sie in Samarat getan haben, dafür gibt es nicht einmal einen Namen, nicht wahr, Vandenaert? Sie sind ein Schlechter. Ja, zweifellos. Aber es ist aus und vorbei, Malkia. Sie stoppten die Tom-Tom-Trommeln. Die Rebellen kommen. Sie haben nicht viel Zeit, um ihren Vater zu sehen. Mein Vater? Wo ist mein Vater? Seine Majestät verbarrikadiert sich in seinem Quartier. Gehen Sie jetzt, Malkia. Lassen Sie mich allein. Malkia! Hey, Sie sind nicht tot. Wenn das keine guten Nachrichten... Ich erinnere mich nicht. Tut mir leid. Und dann war da noch ihre Mutter. Ich kannte sie gut. Eine wahrhaftig schöne Frau, um genau zu sein. Wirklich klasse. Aber sie mochte dieses Land nicht sehr. Zu viele Moskitos. Zu viel Hitze. Zu viel alles Mögliche. Was? Sie kannten meine Mutter? Ja, Miss. Ja, ich kannte sie. Ich kannte sie gut. Wissen Sie, wenn sie nicht in dieser Nacht abgehauen wäre, mit Ihnen im Arm, wäre der gute König Rodon nie so scheußlich geworden. Er wäre noch genauso liebenswürdig wie früher. Ich erinnere mich an nichts davon. Lassen Sie mich Ihnen etwas erzählen, mein Mädchen. Ich glaube, dass Sie es manchmal mächtig nützlich finden, sich nicht zu erinnern. Man sagte mir, dass Sie sogar diesen verfluchten schwarzen Leoparden mitgebracht haben. Nun, das kann kein Zufall sein, oder? Ich verstehe nicht. Warum sprechen Sie von meinem Leoparden? Es war Ihr Vater, der Ihnen vor 15 Jahren den Leoparden gab. Wir töteten bei der Jagd seine Mutter. Er war nur ein kleines, schwarzes Fellknäuel. Sie haben damals mit ihm gespielt, als wäre er ein kleines Kätzchen. Das hätten Sie mal sehen sollen. Obwohl Ihre Mutter es nicht mochte. Aber wissen Sie, es war ja nur ein kleines Kätzchen. Nur... werden Leopardenbabys auch mal größer? Erzählen Sie mir den Rest der Geschichte über den Leoparden. Oh, Sie müssen wohl eines Tages etwas zu fest an seinen Schnurrhaaren gezogen haben. Und dieser verfluchte Leopard vergaß, dass er nur eine Art Kätzchen zum Anbeten war. Er war es, der Ihnen die scheußliche Narbe auf Ihrer Schulter zufügte. Hat sie ganz schön aufgeschlitzt, was? So hat ihre Mutter die Gelegenheit ergriffen, sie in ihren Koffer zu stecken und sich in Richtung Schweiz und der Zivilisation auf und davon zu machen. Es war der Prinz von Madagain, der mir den Leoparden gab. Nachdem sie verletzt waren, rannte der Leopard auf und davon in die Wildnis. Er muss ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Wir hörten nie wieder von ihm. Ich muss gehen. Thank you.
Nein, das ist zu gefährlich. Malkia? Malkia, bist du's? Nein. Ich bin froh, dass du hier bist, meine Prinzessin. Ich bin nicht ihre Prinzessin. Mein Name ist Anne Smith. Ja, natürlich. Komm. Nein. Umarme deinen Vater. Nein, das werde ich nicht. Mein Name ist Anne Smith. Es ist gut, dich zurückzuhaben, Malkia. Nachdem deine Mutter dich mitnahm, war hier nichts mehr wie vorher. Sie hatte angefangen, dieses Land zu hassen. Wahrscheinlich hat sie es nie geliebt. Danach. Warum bist du zurückgekommen, Prinzessin? Mein Name ist Anne Smith. Ich habe dich mitgenommen, um die Tiere entlang des Flusses zu sehen. Erinnerst du dich, Malkia? Wir haben das Boot verlassen. Du bist auf meinen Rücken geklettert und dann zogen wir los. Wir beide. Wie sehr du die kleinen braunen Gazellen liebtest. Nein. Sie schienen entlang der Flussufer zu tanzen. Nein! Mein Name ist Anne Smith und ich bin nach Hause gekommen, um dich zu töten, Vater. Ich bin froh, dass du es tust. Umarme deinen Vater. Ugh!